frei machen, dann ist fertig. Richard Freitag, olympischer Silbermedaillengewinner im Mannschaftsskispringen, schaute im Sommer 2019 noch etwas skeptisch. Denn mit diesem Bagger sollte er den symbolisch ersten Aushub machen zur Umgestaltung der Skiarena in Oberwiesenthal. Das Gelände unterhalb des Fichtelbergs musste für die nordische Junioren- und U23-Ski-WM umgestaltet werden. Und da Skispringer im Sommer Zeit haben, schnappte sich Richard Freitag den Bagger und los ging's. Es sind natürlich viele Maßnahmen notwendig, das ist ganz klar. Aber wir sind alle froh, dass es so ist. Ich meine, Sport ist Kultur, Sport ist irgendwo Nachwuchs und ich finde es großartig. Gekonnt manövrierte er die Schaufel, um die Grasnarbe zu entfernen. Richards Bruder Christian, Organisationschef der JWM 2020, hatte Deutschlands Skisprungass dafür gewinnen können, Pate für dieses Großprojekt zu werden, um auch der Region, in der er aufgewachsen ist, etwas zurückzugeben. Ja, es ist umso schöner, dass mein großer Bruder mit dabei ist, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich ist die JWM einfach eine Möglichkeit, die Region wieder zu bewerben für den Sport. Und auch nicht nur für den Sport, sondern auch das Ganze drumherum, das Kulturelle, auch den Tourismus wieder einfach Werbung zu machen für die Region und für das, wofür wir stehen. Und das ist irgendwo Sportlichkeit, Zusammenarbeit. Auch Deutschlands derzeit beste Langläuferin Katharina Hennig ist Patin für die Junioren- und U23-WM. In Oberwiesenthal ist sie sportlich groß geworden und hat bei den Weltnachwuchstitelkämpfen einmal Silber und dreimal Bronze gewonnen. Sie weiß also nur zu gut, wie sich eine Weltmeisterschaft anfühlt. Also es ist natürlich ein absolutes Highlight. Das ist das, worauf man sich das ganze Jahr vorbereitet als junger Sportler. Es ist das große Ereignis in dem Alter und setzt sich natürlich Ziele. Man sagt ja immer, dabei sein ist alles, aber bei Sportlern ist das halt meistens nicht so. Es hat jeder so sein individuelles Ziel, was er auch gerne erreichen will. Dass sich diese Titelkämpfe auch im Nachgang für die Region am Fichtelberg auszahlen werden, davon ist Katharina Hennig überzeugt. Ja, es ist einfach eine Riesenchance, jetzt nicht nur für Oberwiesenthal, sondern allgemein für den deutschen Langlauf, weil natürlich damit das auch wieder an den Nachwuchs herangetragen wird. Das soll natürlich optimieren für alle kleinen Kinder, die überlegen, mal Langlauf zu machen. Und es werden natürlich super Bedingungen geschaffen. Oberwiesenthal war schon immer ein toller Standort von den Bedingungen her, aber jetzt ist es natürlich richtige Sahne. Ab dem 29. Februar kämpfen hier in Oberwiesenthal rund 700 Sportlerinnen und Sportler aus 40 Nationen im Skispringen, der nordischen Kombination und dem Langlauf um insgesamt 24 WM-Titel. Die meisten Entscheidungen fallen hier, in der mittlerweile schön hergerichteten Skiarena am Fichtelberg.